Dora, He-Mans Zwillingsschwester und Verteidigerin von Crystal Castle. Dies ist Spirit, mein geliebtes Streitross. Sagenhafte Geheimnisse wurden mir offenbart an dem Tag, als ich mein Schwert hochhielt und rief: Für die Ehre von Grayskull! Nur wenige teilten mein Geheimnis. Unter ihnen sind Life Hope, Madame Raz und Kaul. Ich und meine Freunde von der Life Rebellion, wir versuchen zusammen Etheria von den bösen Mächten Hordax zu befreien. Glaubst du, du kannst auf mein Flaggschiff aufpassen, während ich Urlaub mache? Mir kannst du vertrauen, eure galaktische Hoheit. Oh, ist das so? Deine Vorstellung gegen die Rebellen war weniger bewundernswert. Das wird sich bald ändern, Horde Prime. Das rat ich dir. Für mich ist es ein großes Risiko, dir die Velvet Glove zu überlassen. Dieses Schiff ist das mächtigste in der Galaxis. Einst hatte ich zwei. Und die hätte ich heute noch. Wenn du... Bitte, Schleim, Prime. Es ist sicher bei mir. Ich benutze es sehr. Benutzen? Du wirst es nicht mal anfassen. Wenn ich auch nur einen Kratzer finde... Wird es dir leid tun, sehr, sehr leid. Natürlich, du Großer, natürlich. Bei mir ist es sicher. Das rate ich dir. Entschuldigung, du Großer und wunderbarer Herrscher der gesamten Galaxis. Ja? Was ist los, du glotzäugiger Narr? Dein Schiff ist bereit, dich nach Tropika zu bringen. Ah, gut. Auf diesen Urlaub freue ich mich seit 500 Jahren. Bringt mich zum Schiff. Da geht er, Horde Prime, der Herrscher der Galaxis. 2 Wochen Urlaub auf einem tropischen Planeten. 2 Wochen. 2 Wochen, in denen ich allein die Velvet Glove besitze. Das mächtigste Kampfschiff der Galaxis. Aber ich dachte, Horde Prime hätte gesagt... Völlig egal, was er sagte. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Ich werde seinem Wunderschiff schon nichts tun. Ich werde es nur für kurze Zeit etwas benutzen. Ah, du meinst, um Shira und die Rebellen zu besiegen? Die Rebellen sind nur der Anfang, Mantenna. Nachdem ich die Macht dieses Schiffes benutzt habe, um sie zu zerstören, werde ich dieses Schiff nach Eternia fliegen, um auch das zu erobern. Du siehst, warum ich dich hergebeten habe. Horda greift unseren Planeten an. Und mit einem Schiff wie diesem könnte es ihm gelingen. Genau, deshalb musst du nach Etheria gehen, Adam. Wir brauchen die vereinten Kräfte von Shira und He-Man, um Hordax bösen Plan zu vereiteln. Dann mache ich mich jetzt bereit. Bei der Macht von Grayskull! Bald bereit sein, dich nach Etheria zu bringen. Viel Glück, He-Man. Danke, Sorceress. Ich werde dieses Schiff nach Eternia fliegen und es erobern. So, dieser dumme Horda-Goldjunge, dieser miese Selbstüberschätzer. Ich werde Eternia erobern. Ich, ja, ich. Aber mit diesem Schiff ist er schwer zu schlagen. Ich muss ihn aufhalten. Aber wie? Nicht mal He-Man könnte das Flaggschiff schlagen. Natürlich!
Wenn ich das Schiff stehle, werde ich nicht nur Hordak aufhalten, sondern auch noch He-Man und Eternia erobern. Ich werde das Universum beherrschen. Sieht aus wie eine Art Raumschiff, aber es ist so groß. Es ist wirklich groß und das kann großen Ärger bedeuten. Wohin gehst du? She-Ra suchen. Ich glaube, wir kriegen großen Ärger, Spirit. Und das heißt, ich sage jetzt besser, für die Ehre von Grayskull! Ich weiß nicht, wie hoch du fliegen kannst, aber das finden wir heraus. Hoch, Swiftwind! Haha, hast du herausgekriegt, wie die Gefrierkanone funktioniert, oh Mächtiger? Hetz mich nicht, du glotzäugiges Ekel! Sobald ich die Gefrierkanone zum Funktionieren kriege, kann ich ganz Whispering Woods einfrieren und jeden Rebellen darin. Ah, ich glaube, das ist es. Ist die Kanone auf Whispering Woods gerichtet, Mantenna? Oh ja, mächtiger Hordak. Jetzt verwandeln wir Whispering Woods in eine gefrorene Wüste. Feuer! Mehr Kraft kommt! Mehr Kraft, Multibot! Mehr Kraft! Der Strahl darf nicht die Erde berühren! Sie wird schwächer! Wenn dieser Strahl die Erde berührt, wird alles gefrieren. Mehr Kraft! Mehr Kraft! Unglaubliche Kraft! Kann's nicht länger halten! Brauche Hilfe! He-Man! He-Man, wie... Keine Zeit fürs Reden! Was tut er hier? Macht nichts. Sogar zusammen sind sie kein Problem für dieses Schiff. Mehr Kraft, Multibot! Jawohl, mehr Kraft ist da! Hab nie solche Kraft gespürt. Es klappt! Es klappt! Volle Kraft, Multibot! Volle Kraft, großer Hordak! Kann's nicht länger halten. Was? Wer hat den Strahl abgestellt? Ich war's, Hordak. Skeletor. Du verräterischer Wendehals, zweigesichtiger Tyrann. Seit wann hilfst du den Rebellen? Die Rebellion bedeutet mir nichts, Hordak. Und ich helfe niemandem außer mir selbst. Und da wir gerade von Selbsthilfe reden, ich werde mir selbst zu diesem Schiff verhelfen. Oh, wirklich? Das tust du? Na, erst musst du es mal kriegen von mir. Das habe ich vorausgesehen, Spitzohr. Also, wenn es das ist, was du haben willst,
dann kannst du es gerne haben. Nicht schlecht, Knochengesicht. Das kann ich auch. Du verdammter blauer Zerstörer, nimm das! Ha, wirst du rostig, Hordak? Nimm das! Sie zerstören das ganze Schiff. Gehen wir zurück in die Freizone, wo es sicherer ist. Komm! Es ist Skeletor. Er und Hordak kämpfen um das Schiff. Die Schlacht der Bösen. Wenn einer von ihnen das Schiff bekommt, haben wir großen Ärger. He-Man, wir müssen sie angreifen, während sie miteinander kämpfen. Aber wie? Uns muss etwas einfallen, und zwar jetzt. Bevor einer dieser bösen Monster das stärkste Kriegsschiff der Galaxis erobert. Wie sollen wir das Schiff bekommen, bevor einer den anderen geschlagen hat? Ich glaube, ich habe eine Idee. Diese Wurfleine war ein Geschenk des Sorcerers. Sie ist unzerreißbar, von unendlicher Länge. Ich glaube, sie ist das, was wir brauchen. Aber He-Man, das Flaggschiff ist im Orbit. Kannst sogar du so weit werfen? Ich weiß nicht. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Ich versuch's. Niederlage, Hordak! Dieser Schlag wird mich für Stunden lahmlegen. Lange genug für mich, um diese Kontrollen kennenzulernen, um das Schiff zu stehlen. Der größte Fisch, den ich je geangelt habe. Kannst du am Seil hochklettern? Solange du es ruhig hältst. Komme ich rechtzeitig hin. Dieser verfluchte Hordak! Das Kontrollsystem ist kaputt! Ich muss es reparieren! Die Luft wird immer dünner. Schwert zum Helm! Das ist besser. Da müsste es sein. Und mit diesem Schiff unter meinem Kommando wird bald das ganze Universum vor der Macht Skeletors niedersinken. Heil, Skeletor! Skeletor hat wohl den Kampf gewonnen. Er stiehlt das Schiff. Muss ihn aufhalten. Aber das wird nicht leicht werden. Es klappt! Das mächtigste Schiff in der Galaxis ist mein! Jetzt zurück nach Eternia. Den Planeten erobern. Ich muss das Schiff anhalten, bevor es mich hochzieht. In den Weltraum. Dieser Berg da, das könnte es sein. Was? Was passiert da? Das Schiff hält an. He-Man, dachte ich's mir doch. Aber was macht er da? Macht nichts. Wenn He-Man denkt, selbst seine Kraft reicht für das Schiff,
wird er bald seinen Irrtum entdecken. Ich werde einfach die Kraft verstärken. Skeletor versucht loszukommen, muss das Seil halten. Geht's noch, He-Man? Du armseliger Idiot! Denkst du wirklich, deine Kraft reicht für das mächtigste Schiff in der Galaxis? Mann, sagt, ich bin der stärkste Mann im Universum! Und ich fürchte, jetzt muss ich's beweisen! Ah, fühlst du ein Ziehen, He-Man? Na, hier hast du noch mehr! Mal sehen, wie du mit der vollen Kraft des Schiffes klarkommst! Stein fängt an zu splittern! Selbst mein Bruder kann das Schiff nicht länger halten. Ich muss etwas tun. Aber was? Natürlich, dieser Meteor, der ist genau das, was ich brauche. Ich kann's nicht halten! He-Man kann nicht mehr lange halten. Das mächtigste Schiff in der Galaxis wird mein sein. Mein! Fast da! Fast da! Fast da! Jetzt! Helm zum Schwert! Gestohlenes Schiff! Kaputt! He-Man, alles in Ordnung? Ich glaube schon. Als das Seil riss, war ich sehr überrascht. Ich fiel hier herunter. Das Seil riss nicht. She-Ra muss es zerschnitten haben. Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. She-Ra weiß immer, was sie tut. Schwert zum Helm! Puh, ich war nicht sicher, wie lange ich die Luft noch anhalten konnte. Mal sehen, was Skeletor vorhat. Zerstört! Total zerstört! Was ist das? Der Schmelzalarm! Der Hauptantrieb explodiert gleich! Na, mir soll's recht sein! Ich gehe gleich zum Snake Mountain zurück! Die Ratte verlässt das sinkende Schiff. Aber sie lässt die andere Ratte zurück. Und das Schiff explodiert gleich. Ich muss ihn hier herausholen. Jetzt! Das gibt dir gleich Luft zum Atmen. Während wir hier wegkommen. Die Explosion haben wir überstanden, aber der Ärger fängt gerade erst an. Wir treten in die Atmosphäre ein. Wenn ich nicht schnell handle, werden wir, ouch, beim Wiedereintritt verbrennen. Helm zum Schild! Hoffentlich funktioniert das. Schau! Es ist She-Ra. Schnell, Swiftkind, ihr nach! Gut, die Wolke hat uns abgekühlt. Jetzt müssen wir langsamer werden. Schild zum Fallschirm! Ja, du bist in Sicherheit. Ich sagte doch, sie weiß, was sie tut. Wo bin ich? Wo ist Skeletor? Skeletor ist zurück in Eternia und du bist der Gefangene der Rebellen. Ein Gefangener? Ich? Keine Chance, He-Man. Lass ihn gehen, mein Bruder. Er wird genug Ärger mit Horde Prime bekommen. Du hast recht. Ich frage mich, wie Hordak Horde Prime den Verlust seines Flaggschiffs erklären will. Hordak sollte sich eine gute Geschichte ausdenken. Es war ein wunderbarer Urlaub, Hordak. Ich glaube, heute könnte mir nichts den Tag verderben. Sag mir, wie geht's meinem Flaggschiff?
Naja, lass mich erklären. Und ich wette, genau jetzt versucht Hordak zu erklären, was mit Horde Primes Flaggschiff passiert ist. Hoffentlich hat Hordak eine gute Geschichte. Psst, hört mal. Hordaks Geschichte war wohl nicht gut genug. Shira und ich wollen mit euch über etwas sehr Persönliches sprechen, euren Körper. Es ist euer Körper und niemand soll ihn in einer Weise berühren, die euch falsch vorkommt. Ich krieg jeden, der das versucht. So einfach ist das nicht, Orko. Es ist schwer für ein Kind zuzugeben, dass es auf eine schlechte Art berührt wurde. Wenn man euch auf diese Weise berührt hat, schämt euch nicht. Erzählt es jemandem, dem ihr vertraut, etwa euren Eltern, eurem Arzt, einem Lehrer oder Freund oder eurem Pfarrer. Stimmt's, Orko? Stimmt, genau.